Die Pfeife ist natürlich ein Fake, denn hier im Vatikan, der gesamte Kirchenstaat ist rauchfrei und darum ist meine Pfeife auch leer. Aber ich wollte ja einen Anlass haben, kurz über meinen Besuch hier in Rom zu berichten. Ja, wir haben 2013, die Konklave ist heute zusammengetreten, das ist der 12. März und es geht darum, einen neuen Papst zu wählen nach dem Rücktritt des Alten. Ich weiß gar nicht, ob man zu Ratzinger jetzt immer noch Papst sagt oder ob es ein Priester ist oder keine Ahnung. Demnächst wird er wohl einfach nur ein Klosterbruder sein. So sind wir also alle gespannt. Es gibt ja viele Prognosen und die Leute fragen sich, wird es diesmal wirklich ein Afrikaner oder vielleicht ein Südamerikaner? Das wird man sehen. Ja, sonst so in Rom. Das Wetter ist sehr durchwachsen zurzeit, immer wieder Regenschauer. Und das ist natürlich dann für diejenigen, die ab und zu mal ein Pfeifchen rauchen wollen, gar nicht so einfach. Italien ist rauchfrei. Ich war gestern Abend in einer tollen Trattoria mit super Stimmung. Da lief überhaupt keine Musik, aber ganz viele Leute. Es war extrem voll, auch um Mitternacht noch. Und es war extrem laut. Die haben geschnattert und Spaß gehabt und gelacht. Das war wirklich klasse. Nicht so gedämpft, wie das meistens in Deutschland in den Kneipen und Restaurants ist. Aber zum Rauchen mussten alle vor die Tür und auch für mich gab es überhaupt keine Chance, da meine Pfeife zu rauchen, zumal es dann gestern windig, kühl und auch feucht gewesen ist. Ja, vielleicht so viel soll es gewesen sein. Ich denke, ich zeige noch mal ein paar Bilder vom Petersdom, obwohl er ja auch weitgehend bekannt ist, und verabschiede mich dann. Bis zum nächsten Mal und wir sehen uns.